Folge 10 der vierten Staffel von Attack on Titan hat nicht so viel Kampf, wie wir das durch diese Staffel eigentlich gewohnt waren, doch der Impact war trotzdem enorm groß. Auch wenn in dieser Folge viel Setup für das Staffelfinale geschaffen wurde und mehr aufgebaut wurde, haben wir einen großen Aspekt in dieser Folge, und zwar Eren Jaeger. Ich hab's immer wieder gesagt und Anime-Onlys bekommen auch immer mehr ein Bild davon, wer dieser neue Eren eigentlich ist. Gerade diese Folge hier nutzt das Hin- und Hergespringe in der Zeit ideal, um genau das zu demonstrieren. In der einen Sekunde sehen wir ihn noch Hanji anschreien und in der anderen aus dem Herzen heraus lachen. Doch welcher dieser Eren ist noch wirklich da? Oder waren sie schon immer die gleiche Person? Selbst seine Leute können ihn nicht wiedererkennen. Conny zieht sogar in Betracht, Eren umzubringen, sollte es keine andere Lösung geben. Die Tage der Aufklärung und den immer näher kommen der Geheimnisse dieser Welt sind vorbei. Unsere Leute haben die Welt kennengelernt und stehen vor dem Konflikt des Zyklus des Hasses. Doch Eren scheint noch eine viel schlimmere Welt zu sehen. Eine, die sich keiner von unseren Leuten ausmalen kann. Gleich zu Beginn bekommen wir eine Szene, die Hanji als Comedy Relief nutzt, aber das Dilemma des Charakters Eren so langsam aber sicher an den Zuschauer heranbringt. Hanji macht sich nämlich hier über Erens ewiges Gerede des Kämpfen lustig. Denn aus ihrer Sicht und der Sicht der anderen kann sie nicht nachvollziehen, was genau Eren hier eigentlich meint. Deswegen herrscht auch gerade in dieser Staffel ein so großer Disconnect zwischen Eren und all den anderen. Sie können einfach nicht sehen, was er sieht, und demnach verstehen sie auch nicht, was wirklich mit ihm los ist. Durch seine Alleingänge wirkt er wie ein Monster, das nur noch rot sieht und nichts anderes möchte als absolute Zerstörung. Doch wir haben oft genug gesehen, dass Eren seit seiner Geburt frei ist. Das waren die Worte seiner Mutter, die er auf seinem Weg mitbekommen hat. Von der Mutter, die er so sehr liebte, und wir dürfen nicht vergessen, mit ihrem Tod ging schließlich diese ganze Geschichte los. Durch das Gespräch mit Reiner konnten wir sehen, dass der Eren, den wir kennen, noch in ihm ist. Nun ist er über die Jahre weiser geworden. Er versteht nun mehr als vorher. Genau dieser Punkt macht einen so großen Unterschied. Warum muss Eren Jaeger sich im Spiegel anschauen und selbst zum Kämpfen pushen? Ich meine, wir reden doch von dem Jungen, der nicht mal aufgegeben hat, als er seine Körperteile verloren hat. Für Eren war das Kämpfen immer schon gleichgestellt mit dem Atmen. Er musste sich nie erst überreden oder pushen. Er hat es einfach immer weiter getan. Doch nun sehen wir, auch wenn Eren wohl viel härter als früher scheint, eine gebrochene Seite von ihm gibt es wohl doch noch. Immer wieder und wieder muss er sich gegen diese Welt hier auflehnen und seinen Weg weitergehen. Denn das ist der einzige Weg, um sein Ziel zu erreichen. Auch wenn die Kosten dafür enorm hoch scheinen. Die Gitterstäbe in dieser Szene sind symbolisch dafür, was für ein Abstand zwischen Eren und all den anderen herrscht. Man kann vielleicht sagen, dass er durch die Gedanken, die er nun hat, selbst eingesperrt ist. Oder dass seine Freunde auf der anderen Seite diejenigen sind, die eingesperrt sind. Und nur durch Erens Weg kann er sie wirklich alle befreien. Wir haben hier auch einen sehr schönen Throwback, denn bei seiner ersten Begegnung mit Hanji hat er ihr nur zugehört und das die ganze Nacht lang. Nun schreit er Hanji hier an. Er ist aber nicht wirklich sauer auf sie. Eren ist zornig auf die Welt, auf die Situation, in der er sich aktuell befindet, auf das Dilemma, das er eben trägt. Da Hanji eben nicht sieht, was Eren sieht, sieht sie seine Aktionen auch als dumm an. Doch der Eren, der fröhlich gelächelt hat, ist fürs Erste nicht mehr erreichbar. Eren muss mit dieser Persona weitermachen, bis er am Ende angelangt ist. Hier stellt sich auch eine weitere Frage. Warum möchte Eren Historia nicht opfern? Um nämlich mit Sieg zusammenzuarbeiten, wurde hier die Bedingung gestellt, Historia den Tiertitan zu geben und sie Kinder zeugen zu lassen. Und damit würde man eigentlich nur das Gleiche tun, was die Reis-Familie all die Jahre lang getan hat. Der ganze Vorschlag wurde ihnen vor 2 Jahren entgegengestellt. Das war zu dem Zeitpunkt, wo Eren noch ein wenig mehr schien, wie der Eren, den wir von Staffel 1 bis 3 kennengelernt haben. Doch schon damals zog er diese Möglichkeit nicht in Betracht. Sowohl der Welt das Rumbling zu zeigen, um sich so einzuschüchtern, als auch mit Historia vergangene Fehler zu wiederholen, sprachen hier ganz klar gegen sein Ideal der Freiheit. Historia hatte darüber hinaus noch eine weitere wichtige Rolle in Attack on Titan, die ich zu diesem Zeitpunkt der Story nicht verraten möchte. Wobei es selbst aus meinem Stand als Manga-Leser bis jetzt nur Spekulation ist. Aber lass uns doch vielleicht dafür einen viel wichtigeren Grund durchleuchten. Warum liegt er denn überhaupt so viel an Historia? Man merkt ganz eindeutig, dass er eine etwas speziellere Beziehung mit ihr hat. Durch ihren Hintergrund mit ihrer Familie kann Eren mit ihr sympathisieren. Die gesamte Beziehung mit Historia und Ymir diente schließlich nur dazu, um uns, den Zuschauern und Historia klarzumachen, dass es richtig ist, sich selbst auszuleben, egal was es kostet. Als Historia nach Staffel 2 versucht hat, diesen Weg zu gehen, hat sie sich langsam geöffnet und das machte Eren glücklich. Sie lächelte zwar weniger als ihre Christa-Persona, aber sie war sich selbst treu. Sie war hier frei.
Aus diesem Grund sehen wir auch in dieser Folge, wie sehr sich Eren freut, dass Historia aus dem Herzen heraus gelacht hat, als sie hörte, dass Mikasa aus Wano Kuni stammt. Historia glücklich zu sehen, also frei zu sehen, ist für Eren so, als wäre ein Stück seiner Traumwelt Realität geworden. Darüber hinaus gibt es noch ein paar andere Ungereimtheiten zu Zeeks Plan. Aber ihr kennt es bei Attack on Titan, da bleibt erstmal sehr viel geheim. Und Mann, wer hätte gedacht, dass das 3D-Manövergerät von Mike aus Staffel 2 noch so eine wichtige Rolle spielen würde? Man könnte jetzt auch sagen, dass die Leute aus Wano Kuni ganz schön gierig sind, weil sie eben nur die Rohstoffe von Paradise Island haben wollen, um ihr Land eben wieder auf Vordermann zu bringen. Doch die Eldier denken in dieser Folge genauso. Die typischen Soldaten, also sozusagen die Handlanger, wollen sie hier auch nur ausnutzen. Auch beim Weintrinken werden Marley wieder mal wie Dreck behandelt. Menschen bleiben irgendwo doch noch Menschen. Doch das muss ja nicht für immer so sein. Da wir nämlich alle gleich sind, können wir auch irgendwann alle einander verstehen. Wir müssen alle nur genauso heiter sein wie Historia. Wobei, selbst sie sieht nach dem Timeskip einfach nur noch tot aus. Aber hey, wenigstens konnte sie dem Titanenwerden ausweichen, da sie nun ein Kind trägt. Das Einzige, was ich vorerst dazu sagen möchte, ist, dass jeder der 104. Einheit eine gewisse Rolle in der Serie spielt. Historia ist nun mit der Schwangerschaft ein wenig aus der Story rausgeschrieben worden, weil sie natürlich mit einem Kind nicht Spider-Man-mäßig rumfliegen kann. Also kann man davon ausgehen, dass der Storystrang, dass sie eben schwanger ist, noch mehr bieten sollte als nur ein einfaches Kind. Ich glaube, jeder kann sich dabei seinen Teil denken. Übrigens, ich finde auch Hanjis Denkansatz in dieser Folge enorm interessant. Sie hätte nämlich theoretisch auf Zeeks Forderungen eingehen können. Er hatte ja eine Art Geheimplan gehabt, um ihr Problem zu lösen. Doch wenn man Historia in eine Blutmaschine verwandeln würde, würde man vergangene Fehler nur wiederholen. Und dabei stellt sich Hanji hier eine entscheidende Frage. Können wir wirklich unsere Probleme beiseite schieben und der nächsten Generation anvertrauen? Das ist nicht nur sehr weltkritisch gegenüber dessen, wie wir im echten Leben mit unserem Planeten umgehen, sondern auch sehr zutreffend auf ihre aktuelle Situation. Aufgrund des Titanenkriegs und aufgrund dessen, dass König Fritz sich zurückgezogen hat, hat sich überhaupt erst diese ganze Situation ergeben. Dass alle Menschen auf dem Planeten die Leute von Paradise hassen, liegt nicht an ihnen. Mikasa, Armin, Sascha, Connie, John und all die anderen, sie haben der Welt vor dem Rebellion Raid nichts angetan. Trotzdem wurden sie gehasst. Doch klebt das Blut ihrer Vorfahren wirklich an ihren Händen? Wenn auch auf ihre eigene Art. Hanji möchte genau diesen Kreislauf brechen. Sie will nicht der Zukunft alles anvertrauen. Sie sucht selbst nach einer Lösung, weil sie ganz genau weiß, wie schmerzhaft es ist, die Wahrheit selbst zu finden. Hanji und Eren haben zwar im Flashback etwas verschiedene Blickwinkel, doch sie wollten beide im Grunde das Gleiche. Trotzdem herrscht nun im Hier und Jetzt ein großer Zwiespalt zwischen den beiden. Eren ist hier sogar alleine losgezogen. Auch diesen Ort hier, das Gefängnis, kann er verlassen, wann immer er möchte. Es ist seine Entscheidung, hier zu bleiben. Und Mann, seine Aura in dieser Folge ist einfach nur unglaublich. Sie können ihn nicht umbringen, sie können ihn nicht aufhalten und sie können ihn nicht stoppen. Das Einzige, was sie tun können, ist das, was Eren bereits demonstriert hat. Sie können ihm nur noch folgen. Eren ist so mächtig, dass sie gar keine andere Wahl haben. Wieder zurück im Flashback erfahren wir, dass das Bündnis mit Hizuru sowieso nicht zustande gekommen ist, weil die Welt eben Paradise in die Bösewichtrolle schiebt. Paradise als Gegner zu haben, den alle hassen, ist schließlich einfacher, um Bündnisse untereinander zu schließen. Sie werden hier einfach abgestempelt, sie werden ausgebeutet und sie wollen die Paradise-Leute nicht einmal kennenlernen. Vielleicht, weil die Menschen der Außenwelt unterbewusst ganz genau wissen, dass Menschen eben alle gleich sind. Und wenn man sie erst einmal kennenlernen würde, würde man sie auch verstehen können. Man kann ja sagen, dass Eren ihn aktuell mit seinem Angriff jeden Grund gegeben hat, genau diese Denkweise abzulehnen. Denn auch wenn er Gleiches erlebt hat, sein Angriff war bösartig und brutal. Nun ist die Welt sich ein weiteres Mal sicher, dass Paradise der wahre Gegner ist. Doch Eren agiert schon längst auf eigene Faust. Er pfeift auf die Hilfe der Außenwelt. Um also zu guter Letzt den neuen Eren zu etablieren, wird nochmal gezeigt, dass Eren klargemacht hat, wie sehr ihm seine Leute am Herzen liegen. Und Mikasa drückte sie dieser Folge genau richtig aus. Komplett runtergebrochen agiert Eren, so wie er es tut, weil er eben so starke Gefühle hat. Ob diese Gefühle mehr zu Liebe oder zum Hass tendieren, ist eurer Interpretation überlassen. Dieser Moment auf dem Karren scheint so unwichtig, aber trägt enorm viel in sich. Wir haben hier viel Comedy Relief. Wie Levi, der merkt, wie klein er eigentlich ist, wie Armin und Sascha, die sich betteln, oder wie sich Conny und Sascha nicht entscheiden können, wer von den beiden der Dümmere ist. Aber es ist auch ein entscheidender, magischer Moment, als Eren seine wahren Gefühle preisgibt.
Doch gerade jemand wie Connie kann diesen Eren von damals nicht mehr wiedererkennen. Er ist hier bereit, den aktuellen Eren zu töten, wenn es sein muss. Connie ist als Mensch einfach gebrochen. Er kann hier einfach nicht fassen, dass Eren bei Saschas Tod gelacht hat. Bei diesem Tod gibt es natürlich enorm viele Parallelen zu der Hannes-Sache, wo Eren ebenfalls gelacht hat. Erens Lachen von damals bezog sich darauf, dass obwohl sich so viel geändert hat und er immer weiter gekämpft hat, das Resultat trotzdem das gleiche blieb. Er hatte wieder einen wichtigen Menschen in seinem Leben verloren. Erens Lachen sollte demonstrieren, wie sehr er seine Hilflosigkeit hasst. Seine Psyche ist damals komplett zusammengebrochen. Im Fall von Saschas Tod hat er ebenfalls etwas beklagt, doch es gibt hier einen klaren Unterschied, der entscheidend für die gesamte Attack on Titan Story von Anfang bis zum Ende ist. Und aus diesem Grund kann ich mal wieder nicht ganz auf diese Szene hier eingehen. Aber macht euch definitiv auf einen Sturm gefasst. Auf einen der größten Anime-Plot-Twists in der ganzen Geschichte. Genauso wie die Gefängnisszene mit Hanji kann Connie hier einfach Eren nicht nachvollziehen. Es ist ihm schlichtweg unmöglich. Diese Folge zieht einen klaren Schlussstrich zwischen Attack on Titan Part 1 und Part 2. Wie ich schon damals in meiner Review gesagt habe, die Serie Attack on Titan gehört nun ganz alleine Eren Jaeger. Und was er daraus macht, ist die Story, die wir bis zum Schluss mit anschauen werden. Also Freunde, das wäre es gewesen mit meiner Review zu der Folge 10 von Attack on Titan. Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung zu dieser Folge in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben sehr freuen, als auch ein Abo auf den Kanal. Falls ihr Attack on Titan Minuten noch nicht geschaut habt, checkt das gerne aus oder die Top 10 Momente von mir zu AOT. Ich bin raus, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.